Zum Beispiel der Karlsruher SC. Schauen noch mal auf die Blitztabelle, liebe Zuschauer, sehen. Kleinen Vorteil haben die Karlsruher noch vor Osnabrück und Oberhausen. Heute mit einem Sieg bei Arminia Bielefeld könnten sie sich sogar endgültig retten, wenn die anderen beiden nicht gewinnen würden. Was tut man in so einer prekären Situation? Eigentlich gibt es nur eine einzige Möglichkeit, als Team ganz eng zusammenzurücken. Daniel Günther, bitte. Der KSC schwor sich noch mal ein für die letzten 180 Minuten der Saison, die wichtigsten der letzten Jahre. Und ein ganz wichtiger Mann, der konnte seiner Mannschaft nicht helfen, Timo Staffelt, der Junge mit der modischen Brille, KSCler durch und durch. Er fehlte gelb gesperrt, rechts neben ihm sein Präsident Ingo Wellenreuther. Arminias letzter Heimauftritt in Liga 2. Die Schicko Arena nahm würdevoll Abschied, ein Sponsor verschenkte 15.000 Karten, über 20.000 kamen, um Goodbye zu sagen. Und Arminia Bielefeld sicherlich auch vor der Kulisse in der Pflicht, sich noch mal voll reinzuhängen. Die Gastgeber in den blauen Trikots. Das ist Denne Boom, der Niederländer, mal wieder in der Startelf. Und im Karlsruher Tor stand Christian nicht, Luis Robles. Nicht souverän letzte Woche gegen Düsseldorf, als man nach einem 2:0 nur Remis spielte, zwei Tore in den letzten Minuten kassierte. Außerdem Adoobe für den gesperrten Tribünengast Staffelt in der Karlsruher Startelf. Das ist Alexander Jaschwili. Erster Angriff der Badener, Darwin Buckley. Der Mann mit einer ganz intensiven Bielefelder Vergangenheit. Im Arminentor sehen wir hier Dennis Eilhoff als Geschenk von Ewald Lienen, damit er sich aktiv verabschieden konnte. Er wird den Verein verlassen. Und es kam wieder der KSC mit Schäfer. Buckley. Nochmal Andreas Schäfer. Cresantos lässt durch und das Jaschwili. Nach 10 Minuten Vorsicht kamen die Badener besser in dieses Spiel. Und das war ein richtig guter Angriff über die linke Seite mit Andreas Schäfer. Und Cresantos lässt da ganz klug durch. Nur aus Alexander Jaschwili wird kein Torjäger mehr. Aber das kann natürlich passieren. Der Ball rutscht ihm über den Spann nach 14 Minuten. Und auf der Tribüne wusste Timo Staffelt ganz schnell, diese 90 Minuten werden anstrengender als auf dem Platz. Das Leiden begann. So nebenbei ist er ja Karlsruhes bester Vorbereiter. Weiter die Gäste. Einwurf Zimmermann. Cresantos. Und wieder Jaschwili. Eilhoff war da noch dran. Einen mickrigen Auswärtssieg gab es bislang in dieser Saison. Aber wir vergessen das mal. Ignorieren die Statistik. So ein Saisonfinale hat seine eigene Wahrheit. Und noch hat die Mannschaft von Rainer Scharinger die besten Karten da unten im Keller. Der Karlsruher Trainer hat noch keine einzige Sekunde gesessen. Also Karlsruhe wurde besser und nach der frühen Chance durch Denneboom kam von Bielefeld erstmal nichts, aber da meldeten sie sich mal wieder mit Markus Schuler. Der hat Raum, der hat Zeit und da ist Berisha und schon war es passiert. Ein abgeschlagenes Schlusslicht. Spielt da vielleicht Schicksal für den KSC? Zweites Saisontor von Besat Berisha. Der Ball von Schuler genau zwischen die Langkamp-Brüder. Matthias ist nicht eng genug dran an Berisha. Sebastian zögert. Und chancenlos Christian nicht. Es war das 69. Gegentor des KSC. Kassierten sogar 6 mehr als Bielefeld. Und das hier eins, das ganz besonders wehtat. Aber wohlwollende Reaktion der Karlsruher Fans. So muss man eine Mannschaft unterstützen. Nur, dann gab es den nächsten schmerzhaften Rückschlag. Darwin Buckley nach dem Zweikampf mit Denneboom kommt er ganz unglücklich auf und verletzt sich schwer an der Schulter. Möglicherweise sind da Bänder gerissen. 5 Minuten vor der Pause ging ein von Schmerzen gezeichneter Südafrikaner. Es kam Christea, dann war Pause. Staffelt wollte sofort zur Mannschaft, ging in die Kabine. Der Rest folgte ihm. Das 0:1 saß ganz tief in den Gliedern der Badener. Aber sie haben jetzt Zeit, sich zu erholen, das Ganze mal sacken zu lassen. Auch wir machen eine kurze Pause, in der können sie was gewinnen. V
Wir sind zurück in der Schicko Arena mit dem schockierenden 0:1 aus Karlsruher Sicht. Berisha traf nach 27 Minuten, löste Entsetzen aus bei allen Badenern. Staffels und sein Präsident Wellenreuther mussten das erstmal schlucken. Auf geht's, der Kampf gegen die eigenen Nerven, zweiter Teil. Karlsruhe in Weiß hat Freistoß. Alexander Jaschwili. Eilhoff nicht souverän, Denneboom klärt. Adoobe, der KSC, kam unverändert zurück aus der Kabine. Christea kam ja schon in der ersten Halbzeit für den verletzten Buckley. Und da legt er ab für Chrysantos. Trotzdem, es gab noch nichts wirklich Brauchbares der Gäste nach dem 0:1. Ewald Lienen, der muss also das erste Mal als Trainer absteigen. Seine Mannschaft ließ sich nicht hängen. Das war positiv. Nur insgesamt war es ein grauenhaftes Fußballspiel. Der KSC fand nicht in die Spur zurück und Bielefeld mal zumindest mit netten Ansätzen. Wie hier dieser Angriff über Denneboom. Und der Ball wird dann zu lang für Berisha. Aber man ist hier in Bielefeld längst mit wenig zufrieden. Es gab den wohlwollenden Applaus für den Einsatz von Berisha. So, Karlsruhe fehlte ein echter Typ. Ein Kämpfer wie Timo Staffelt. Es gab noch kein Aufbäumen bei den Gästen. Es war erschütternd, was sie vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit bislang zeigten. 71 Minuten jetzt schon rum. Noch keine Chance für die Karlsruhe in der zweiten Halbzeit. Und die Fehlerquote unglaublich hoch, der Fehlpass von Matthias Langkamp. Und jetzt zögert Berisha genauso wie nicht. Und dann fiel der Torschütze zum 1:0. Es war die erste brenzlige Szene für Schiedsrichter Thomas Metzen. Also, er pfiff keinen Elfmeter. Klar, Ewald Lienen sah das anders. Und die Karlsruher, die ließen Dampf ab, beschimpften Berisha, der da immer noch am Boden war. Und es war eine ekelhafte Schwalbe des Albaners. Gott sei Dank hat Metzen da alles richtig gesehen. Immerhin mal wieder was Prickelndes hier in der Schicko Arena. Natürlich sah Berisha völlig zu Recht dafür gelb. Hätte ja eigentlich weiterlaufen können. Aber es blieb dabei. Der KSC zumindest mal heute Nachmittag bis jetzt nicht in der Lage, diesen großen Druck kopfmäßig zu verarbeiten. Und schon wieder Bielefeld. Ivanov eingewechselt mit Platz. Vidosic eingewechselt mit Platz. Und sie schickten Karlsruhe noch ein Stück tiefer in die Hölle. Die schlechteste Defensive der Liga öffnete mal wieder ihre Pforten. Na klar, der KSC ging jetzt mehr Risiko. Gesehen haben wir davon nichts. Und solche Lücken dürfen trotzdem nicht sein. Und gegen diesen wilden Abwehrhaufen schaffte Arminia Bielefeld tatsächlich das erste Joker-Tor dieser Saison. Und irgendwie war es ja ein Doppel-Joker-Tor. Beide kamen sie von der Bank. Ivanov, der Vorbereiter, und der Torschütze Dario Vidosic, der das erste Mal überhaupt in dieser Saison traf. Klar, das zog ihnen noch mal komplett die Beine weg. Sekunden nach dem Wiederanpfiff. Mutzel vertändelt den Ball. Und wieder freie Bahn für Dario Vidosic. Christian nicht mit seiner besten Szene. Im Saisonfinale nächste Woche gegen Union Berlin darf Timo Staffel wieder mitspielen. Und weiter musste er leiden. Noch 60 Sekunden. Aber jetzt, als alles vorbeischien, kam noch mal der KSC. Und da ist Rupp. Sie holperten sich zurück, zumindest mal ein bisschen zurück ins Leben. Sebastian Langkamp, der hatte es natürlich eilig. Und Rainer Scharinger hoffte zumindest mal auf einen Punkt, schickte sie alle nach vorne. Und das Tor, so wie es fiel, das passte ins Gesamtbild. Die Sache wurde nur gefährlich, weil Steven Appia den Ball da unglücklich abfälschte. Aber Lukas Rupp reagierte da blitzschnell. Also geht noch was. Gegen Düsseldorf haben sie in der Schlussphase zwei Tore kassiert. Vielleicht erzielen sie ja hier dann noch eins. Zumindest wäre es dann ein wichtiges Remis. Spieler und Präsident, die nahmen es eher gelassen. Aber es gab 2 Minuten Nachspielzeit und die wurden dramatisch. Verrückt. Die letzten 3 Minuten war die beste Karlsruher Phase in der zweiten Halbzeit. Und das kam dabei raus. Da ist Christea und der verzieht. Da war sie also doch noch die dicke Chance zum Ausgleich für den Rumänen. Klasse Ballmitnahme nach der Vorarbeit von Matthias Langkamp. Und dann rutscht der Ball komplett ab. Auch
weil Markus Bollmann noch mal energisch stört. Das war's. Bielefelds letztes Heimspiel in der zweiten Liga wurde gewonnen. Letztendlich ein schwacher Trost, der trotzdem gefeiert wurde. Und dann ein emotional mitgenommener Rüdiger Kauf bei Henning Maid. Ist es da ein bisschen versöhnlich, wenn man heute noch mal so eine Leistung gezeigt hat und den Fans einen Sieg zum Abschied geschenkt hat? Ja, ich glaube, das ist das Mindeste, was wir haben tun können nach dieser Saison. Und ich glaube, den Fans hat heute auch Spaß gemacht, die ganze Saison über nicht so arg. Und von daher will ich mich auch nochmal bedanken bei den fantastischen Fans hier in Bielefeld. Und beim KSC heißt es bangen, zittern, leiden, wie hier bei Christias Großschuss kurz vor Schluss. Eine schlimme Saison der Badener hat ihr Finale dann am 34. Spieltag gegen Union Berlin. Immerhin, Timo Staffelt kann dann wieder auf dem Rasen mithelfen. Oh weh, Karlsruhe muss man da sagen. Ein Auswärtssieg haben sie bisher nur vollbracht und auch beim Tabellenletzten Arminia Bielefeld verloren. Wir schauen mal nach diesem Spiel auf die Tabelle. Was bedeutet das im Abstiegskampf? Ganz klar, wir sehen es, Karlsruhe bleibt bei 30 Punkten. Das heißt, sollten Osnabrück und auch Oberhausen gewinnen, würden sie an Karlsruhe vorbeiziehen und der KSC stände dann auf einem direkten Abstiegsplatz. Liebe Zuschauer, schnallen Sie sich an, gleich bei uns.